Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Part. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, da ist wieder die freundliche Katze, die über mein Leben bestimmt. Okay, du willst, dass ich hier nach oben gehe. Ist hier noch irgendwas? Scheinbar nicht. Und weg sind wir. Wo sind wir jetzt gelandet? Welche Hölle kommt als nächstes? Da wird's lang, den drücke ich. Kann ich erstmal zu der Statue hier. ...328 habe ich jetzt. In was investiere ich denn? Ich mache meine Magiekraft ein bisschen höher und gönne mir noch ein bisschen Leben. Davon kann man gefühlt nie genug haben. So, die hier noch mitnehmen. Bei den Statuen gibt es ja immer drei Steinchen. Und let's go. Gehen wir da lang oder gehen wir da lang? Da steht die Katze, also gehe ich da lang. Und gucke, was da ist. Hier liegt ein Item. Kann ich da durch? Da ist ein Exit zumindest. Oder soll ich lieber dahin gehen, wo die Katze war? Erstmal soll ich das Item vorlesen. Melted Silver Candlestick. An elegant candlestick. Used by nobility. While the silver is made of is strong enough to withstand any normal flame, the same can be said of which fire. Okay. Will ich da jetzt durch oder will ich da nicht durch? Ich gucke erstmal, was da bei der Katze noch so ist. Die Wand sah mir verdächtig aus. Nein. Aus. Nein. Da ist noch so eine ekelhafte Puppe. Die mag ich nicht. Die sind ekelhaft, wenn sie es in den Nahkampf schaffen. Hier ist eine Kiste mit einem Buch. Nice Upgrade! Da steht aber nicht bei, was das Upgrade jetzt wirklich gebracht hat. Ja, die Katze will, dass ich da lang gehe. Also gehe ich auf jeden Fall durch die Tür einmal oben. Bevor ich was auch immer da zu holen ist, nicht mitnehmen kann. Ja, ich gehe da einmal hin. Die Katze, die ist ja auf Story getrimmt. Also egal, wo die hin will, da geht die Storyline weiter. Das heißt, hier müsste anderwertig was sein. Das ist, glaube ich, das erste Gebiet. Nee, das ist das zweite Gebiet. Ach, man kann auch so noch mal
Da sich das eine Upgrade holen. So, was haben wir hier denn alles Schönes? Wenn ich schon ins vorherige Gebiet nochmal kann. Ach, in die Zentralhalle kann ich auch nochmal. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Aber erstmal. Corpse Shroud. This ons belonged to a refugee oppressed by the church. Those who died attempting to flee the church were considered lucky. If you were captured by them, you would suffer eternal pain, whether dead or alive. Die Geschichte vor dem Spiel. Yep, wir sind wieder mal hier. Da war ja eingestürzt und da war ein Kristall, den ich damals nicht zerbrechen konnte. Es war unmöglich, ihn zu brechen. Das sollte doch jetzt mit dem Feuerzauber möglich sein. Ja, jetzt kann ich hier einsammeln, was auch immer hier zu holen ist. So ein Item. Ich lese das aber erst vor, wenn hier alles tot ist. Weil das Spiel geht ja nach wie vor normal weiter, wenn ich Pause mache. Aber hier wird definitiv irgendein Upgrade sein. So, streunt hier noch irgendwas rum? Scheinbar nicht. Dann kann ich ja jetzt eben kurz das Item da lesen. Da. Dwarf Metalwork. Dwarfs are master, is a craftsman famous for the work with metal in the decorative style. They became in danger due to the long-term harassment from their one-time neighbors, the Blood Orcs. Ach, die Zwerge, die hatten es auch nicht leicht. So, dann will ich jetzt mal die abgegradete Version von Eis sehen. Hey, komm, ich weiß, dass du da bist. Oh, das fällt viel schneller runter. Oh, du in Rot, um Gottes Willen. Okay. Rot teleportiert sich zu mir. Und macht Bumm. Feuer juckt die auch nicht. Na gut, dass das Feuer die wenig juckt, hätte ich mir eigentlich denken können. So, einmal in der Richtung hier gucken. Ein Item. Und ein Fiesling. Ich weiß nicht, was du versperrst, aber ich will dich, glaube ich, kaputt machen. So, ist das einfach nur der andere Weg gewesen?
Ja, das war der andere Weg. Das einfach nur ein Weg, um da oben dran zu kommen. Und da war wahrscheinlich eine Barriere. Warte mal, den Feuerzauber schon mal laden. Tschüss. Ich kann das auch mit ihm übertreiben. So, zwei Items haben wir vorzulesen. Jetzt gerade hat mich nichts im Fokus. High Elf Mana Ring und Forest Elves West. The High Elf Mana Ring. High Elves were talented in magic and developed their own culture and civilization. Once honest humanity conquered the capital city, they were never seen or heard from again. Forest Elves West. A very warm and flexible vest, weaved using special grass fibers. The center of the chest bears a large slit, likely the result of a human sword. Oh. Da war wohl jemand in den Kampf geraten. Ich traue den Wänden schon nicht. Das ist ein endloser Abgrund. Ganz ehrlich, damit ich die schnell los bin, springe ich mich auch ruhig selber in die Luft. Hilfe, hier sind ja nur heftige. Ihr erwartet mich wahrscheinlich auch im nächsten Gebiet. Ey, komm, irgendwas wird es dafür geben, dass ich mir das hier jetzt gerade antue. Macht man ja nicht für umsonst. Warum ist da so ein Riesentrupp von euch? Okay, ich habe ein Ohrstück bekommen. Darkest Air Sample. Dark Elves are considered fairly social compared to their other elf relatives, in that they are willing to ally themselves with whoever they can think benefit them the most. A pity they choose not to side with the humans. So, muss ich jetzt da einen Sprung überschaffen? Scheint zumindest so. Nein! Da hat die unsichtbare Wand gesagt, nein, ich schlag die ins Gesicht. Vielleicht muss ich den auch kaputt schießen. Aber offenbar nicht mit dem Zauber. Ist hier denn überhaupt ein Weg, der darüber führt? Ich sehe jetzt keinen. Hier muss irgendwo noch ein Weg sein. Vielleicht muss ich ja doch da unten lang. Kiste! Ich habe nur gesehen, dass hier irgendwas ist. Wind! Ich habe ein Wind-Upgrade bekommen, auf jeden Fall. Okay, ich kann damit jetzt den Stun negieren.
böse. Dass hier unten gleich sowas auf einen wartet. Vor allem, warum kommt ein Magiertrupp? Als ob du nur lebst. Und deswegen sollte man niemals den Wänden vertrauen. Ein weiteres Eis-Upgrade. Nice. Ist das auch Level 3? Bist du auch fake? Du bist auch fake. Hier ist doch alles fake. So, hier warten doch bestimmt noch mehr Truppen auf mich. Erzähl mir kein Spiel. Oh, ist der Eiszauber jetzt stark. Okay, irgendwer hat auch eine Explosion gerade gecastet. Die kamen bestimmt alle von da oben. Aber schön, wir haben hier allein in dem kleinen Gebiet jetzt schon zwei Upgrades gefunden. Und das sogar recht gute. Hier hat eine Statue auf mich gewartet. Ich habe 538 Punkte gerade. Was wartet hier auf mich? Zwei Gegner zum Wegeisen. Alter, gib dir ein Gas. Kurz gucken. Wartet hier noch einer? Nein, dann Feuer frei. Das hier scheint wirklich ein optionales Gebiet zu sein. Ich glaube, ich sollte die Statue eventuell doch in Anspruch nehmen. Zumindest nachdem ich hier rechts das gemacht habe. Die Statue ist ja auch so ein Wegweiser. Ich habe jetzt auch gemerkt, woran ich die Fake-Wände erkennen kann. Die sind ein bisschen heller. Kiste. Und ein Upgrade fürs Feuer. Da war eine Wand, die mich nicht mochte. So, da drüben habe ich jetzt aufgemacht.
kann an dem Weg ja ruhig nochmal laufen, bei Bedarf. Ich glaube, da ist ein optionaler Boss. Ja, hier ist definitiv ein optionaler Boss. Ich würde sagen, wir gehen zu der Statue zurück und gucken da erstmal den Weg entlang. Solange ich die Statue auch nicht trigger, respawnen die Gegner hier alle nicht. Das heißt, ich habe hier Ruhe. So. Ach ja, wir haben ja auch noch ein Item zum Vorlesen. Der Onom House Banner. Der used to be time when those noble banners commonly bestowed their heroes by the church. Could be found all over the continent. Die Kirche hat hier aber ganz deutlich was mit zu reden. Oh, hier, warte mal, Level 2 bei Feuer sagt sogar was. Stagger Resistance during Staff Attack. Oh. Was war Stagger nochmal auf Deutsch? Ach, ne, das ist, dass sie mich nicht zum Schwanken bringen können, während ich mit dem Stab zuschlage. Da könnte sogar sein, dass diese Absorption sich ein bisschen häufiger aktiviert. Zumindest, ne, während Feuer aktiv ist. Ah, hier ist die Abkürzung zum davorigen Gebiet. Jetzt kann man hier wieder zurück. Okay. Und der Weg ist auch safe, wenn man da zurück will. Na gut, Statue aktivieren, damit ich da einen Safe-Punkt habe. Muss dann natürlich die Gegner da auf dem Weg nochmal ausschalten. Aber damit komme ich klar. Jeder Gegner, der respawnt nicht. Das ist schon mal sehr schön. Na gut, wäre auch ein Albtraum, ne? Hier respawnen und instant angegriffen werden. Ich glaube, ich mache meine Zauber an sich stärker. Habe ich eigentlich irgendein Kostüm jetzt freigeschaltet? Nee, maximales Eislevel. Und ich muss das Game halt einmal schaffen. Ja, den Sailor Suit freizuschalten ist ja ganz einfach, vor allem mit dem Feuerzauber. Kann man einfach fünfmal auf den Boden ballern, wenn man ein paar Upgrades schon hat. Und dann hat man es schon. Auch wenn der heftig aussieht auf den ersten Blick, er ist es nicht. Der schon eher.
Boah, die zu treffen ist so ekelhaft. Fall um. Junge. Wenn da so 5 in mir drin stehen, dann wird es halt auch schwer. Aber ich habe hier haufenweise Upgrades bekommen. Hat sich allein deswegen schon gelohnt. Dieser optionale Boss wird wahrscheinlich mega heftig. So, hier war noch ein Vieh, das weiß ich. Tschüss! Ah, an der Stelle sind die wenigstens einfach auszuschalten. Streunert hier sonst noch irgendwas rum? Boah, hier könnte man eigentlich auch ultra hart grinden. Der ekelhafte schon wieder. Man muss den kriegen, also dazu kriegen, dass er einmal aus dem Boden kommt. Okay, das Gebiet war aber eigentlich relativ einfach. Vor allen Dingen, weil man so viel geschenkt jetzt bekommen hat. So, was erwartet mich hier? Ach, der nochmal. Ja, mit dir komme ich klar. Sagte ich und bekam gerade voll auf die Fresse. Warte mal, ich konnte mal mit Arcane gut aufhalten. Ich hatte das immer zurückgeworfen, wenn man dich damit abgeschossen hat. Ah, ich wollte gerade feuern. Boah, wie fies ist denn das? Aufstehen und innen steht da einer. Doch so gemein, wie ich mir anfangs gedacht hatte. So, wir wissen ja schon, wir brauchen den Arcane-Zauber gleich. Und wir haben verdammt viel an Magieheilung. Da brauchen wir eigentlich das andere wesentlich mehr. Diese eine Stufe hier, ne? Da hätte man ruhig noch eine dahin packen müssen. Warum muss man hier nochmal extra springen? Hier ist ein Item. Neigt's Halbert. A weapon commonly used by a dual unit Neigt. Each unit consists of a king or commander, designed to by the church. Queen which exits in royal power, a pair of bishops, knights and rocks, and 8 pawns. Okay. Von der ersten Seite haben wir bald alles. So, den schmeiße ich mal dahin.
mich interessiert der hier eh wesentlich mehr. Ich muss erstmal gucken. Hier ungefähr ist die Border. So, und am besten damit drauf schießen. Okay, man muss ihn erst einmal abkühlen und dann funktioniert es wahrscheinlich. Gut ausgewichen, Shining. So, macht das dein Feuer aus? Aua. Den juckt der Eiszauber wesentlich mehr. Aua. Ich sollte wesentlich mehr von den grünen Kristallen mitnehmen. Kann ich schon im Voraus aufladen? Nein. Solange ich weit genug wegstehe, kann ich dir den in den Hals jagen. Und vor allen Dingen hält er dich von deinen Angriffen ab. Der ist richtig gut, der Zauber. Vor allen Dingen, seit er Level 3 hat. Okay, den Angriff hält es nicht auf. So, wegblasen, dann kann ich mich heilen. Einmal noch, dann müsste er down sein. Ja, er ist down. Es hat jetzt zwar ein paar Anläufe gebraucht, aber er ist down. Und er ist exploded. Ich dachte, da kommt was, aber da kommt nichts. Pickup Teleport. Nike's Kingdom Crown. To manage the vast lands won in the various wars, the church appointed different heroes to the rule is a new kingdoms and defend the borders from invading enemies. Was ist das jetzt mit dem Teleport? Was habe ich da eingesammelt? Ich kann den einen blauen Kristall, den ich hier hingeschmissen habe. Nee, doch nicht. Ich dachte, ich kann den noch mitnehmen. Hey, komm, ich werde ja wohl noch irgendwas anderes jetzt gerade bekommen, oder? Ah, ich kann mich zwischen den Götterstatuen jetzt teleportieren. Okay, das ist mega praktisch. Wenn ich mal grinden muss, dann kann ich ja dann einfach sagen, hey, ich teleportiere mich in das Gebiet hier.
Weil hier kriegt man wirklich richtig viele Erfahrungspunkte. Aber kriege ich noch was anderes oder wirklich nur den Teleport? Also ich finde den Teleport schon praktisch, ne? Wenn ich mich jetzt von einer Gottesstatue zur nächsten teleportieren kann. Vor allen Dingen hier ist noch mal eine Kiste. Pickup Thunder. Long Range Single Shot. Ich habe noch einen neuen Zauber bekommen. Long Range Single Shot Chant to summon a powerful Thunder Strike upon your level up to increase speed boost upon chanting. Oh, ich kann in einem mir ausgewählten Bereich den Blitz abfeuern. Okay, der frisst Mana ohne Ende. Aber ich denke mal, dass das extrem stark ist. Das muss ich auf jeden Fall an dem erstbesten Gegner mal testen. Lief, Digga. Noch zwei Sachen auf der Seite, ne? Sleeve Dagger. A small dagger that can be hidden up a sleeve or other areas of the body. Many nobles require their servants to carry such weapons. Ach, eine versteckte Klinge. So, und jetzt können wir eigentlich auch den Teleport einmal ausprobieren. Ich bin halt wirklich genau an der Stelle hier wieder rausgekommen. So, warte mal. Ich weiß, dass da unten ein Gegner ist. Test mir mal den Blitz auf Example. Okay, ich habe eine maximale Reichweite. Ich kann nicht einfach so über den ganzen Raum casten. So. Um Gottes Willen ist das stark. Der Einzelschuss macht ja schon 700 Damage. Alter, was habe ich hier für einen Ultrazauber jetzt bekommen? Ey, ich freue mich. Ich freue mich einfach mega. So, machen wir einmal Return to Goddess Statue. Wenn der Teleport ja jetzt funktioniert, sollte ich mich ja jetzt ins Lava-Gebiet einfach wieder zurückporten können. Alter, mit diesem Zauber habe ich einen Ultra-Zauber. Vor allen Dingen kann ich damit gezielt angreifen. Kann ich sagen, ich will da treffen. Wir können aber natürlich erst dann sagen, dass der Zauber ultra stark ist, wenn ich den an einem Boss testen konnte, ne? Testen wir das jetzt mal an so einem. Also ein Eiszauber hat die komplett hingerichtet. Junge, war der schnell tot. Der war richtig schnell tot. Okay, der Zauber ist strong. Hier, Teleport. Guck mal, sogar mit Bild. Da steht auch bei, wie viele es offenbar gibt. Guck mal, hier gibt es vier. Hier scheint zwei zu geben. Und was auch immer das nächste Gebiet ist, das scheint auch das letzte zu sein. Da gibt es dann auch noch mal vier. Guck mal, hier Dead End und die Lobby. Und zur Lobby wollen wir ja. Aber ich kann jetzt nicht wirklich jeden Gegner einfach One-Hit mit diesem Thunder, oder? Also ich kann jetzt nicht einfach zu jedem Gegner gehen und hier sagen, hey, ich will dich tot haben. Vor allen Dingen, das ist ja ein Langschuss. Ich habe so gesehen, eine Sniper jetzt. Ey, ich teste es an dir. Vor allen Dingen sogar mit Zoom. Alter. Ich kann die einfach wegsnipen.
vor allen Dingen, dass der manchmal 700 macht. Alter, wie hart ich hier farmen könnte. Ach, jetzt kann ich ja übrigens mal die beiden Stellen zeigen, die ich am Anfang des Videos bzw. des Streams erwähnt habe. Aber jetzt genieße ich erstmal, dass ich snipen kann. Pam. Okay, dafür muss ich aber direkt treffen. Ist fair. Und der Mana, also der Mana-Verbrauch von dem Zauber ist ja auch gewaltig. Hey, du da oben, du stehst da, ne? Tschüss. Hey, du stehst da auch! Tschüss. Alter. Ey, das hat sich mega gelohnt. Einziger Nachteil, man kann das nicht schnell casten. Also der hat eine Reload-Zeit. Und der braucht halt lange. Weil ich viel Mana dafür brauche. Außerdem kann man damit immer nur einen treffen. So, dich zuerst weg. Also hier ist jetzt übrigens die Stelle, die ich meinte. Die erste. Weißt du was, ich komme näher zu dir hin und schlag dich tot. Ich wollte gerade sagen, du bist nicht in die Lava gesprungen, ne? Kriege ich auch ein bisschen Mana. Dann kann ich den da unten wenigstens one-hitten. So, das würde man hier übrigens nicht auf den ersten Blick sehen. Den geheimen Weg. Die Kiste, das ist übrigens das Absorptions-Upgrade. Die steht da hinter den Fässern. Man denkt sich hier dann jetzt, wie soll man da hinkommen? Das ist etwas, worauf man nicht kommt. Da unten ist der Weg. Also, wenn ich hier nicht wirklich alles abgesucht hätte, ich hätte das nie gesehen. Da kommt man auch richtig doof hin. Und vor allen Dingen, da hinter dem Eck wartet instant einer von diesen großen, von den roten. Aber ich sollte ja jetzt Nummer 31 machen können. Der ist einfach one-hit. Ich liebe diesen Zauber. Okay, der Blitz selbst, der kann auch mehrere erwischen. Alter, wie stark muss das bei einem Boss sein? Ich glaube, das ist halt wirklich eigentlich ein Endgame-Zauber. Es hat sich so mega gelohnt, der Bereich. So, und von hier aus kämen wir dann jetzt übrigens an die Kiste. Das muss man halt wirklich mal vergleichen, ne? Den Eiszauber, wenn ich den voll auflade, den überleben die manchmal. Bei dem brauche ich nur ganz normal schießen. Zack, bumm, weg. So, ich zeige euch jetzt auch noch, wo der Wind-Upgrade hier in dem Bereich ist. Wenn wir jetzt hier schon sind. Ist es so praktisch, dass ich mich hier zwischen den Statuen teleportieren kann. Das macht alles wesentlich einfacher. Von hier aus links und hier wäre eine durchbrechbare Wand. Hier an der Stelle. Also ich habe sie halt schon weggemacht. Zur Not, ihr könnt auch einfach von hier aus da rüber schielen. Funktioniert auch. Also ihr kommt dann hier rüber. Da in der Ecke drumherum wartet dann übrigens so ein Roter wieder. Aber wir kennen ja schon, wie wir den wegbekommen. Hi, hi. Geh mal weg. Okay, man muss aber aufpassen, dass man sich nicht selber damit trifft. Das hat mir jetzt, glaube ich, mit einem Schlag Viertel Leben abgezogen. Der Donnerzauber ist 10-mal heftiger als die Explosion und der Eiszauber zusammen. So, zurück zur Kiste. Man geht hier runter. Und da steht dann die Kiste.
Da habt ihr dann euer Wind-Upgrade. Dass ihr das dann auch wisst. So, wir gehen dann jetzt zur Statue zurück. Wir haben ja jetzt unsere Teleportmöglichkeit, dass wir zwischen all den Dingern hin und her switchen können, was ultra praktisch ist. Auch wenn ich grinden will, ist das ultra praktisch. Ich kann ja dann einmal in dieses High-End-Gebiet gehen und sagen, hey, ich schreck da mal eben kurz alles weg. Hol mir einfach mal da so 4000 mit 5 Durchgängen. Hau dann alle Werte so hoch, wie ich sie haben wollte. Und fertig. Ja, das ist wirklich der einzige Nachteil, den der Blitz hat. Guck mal. Selbst wenn das auch mal so nah ist. Okay. Was ist ungefähr die Differenz, die fehlen darf? Guck mal, wenn das so nah schon ist, ist es schon daneben. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, nochmal so einen halben Zentimeter draufpacke, selbst dann nicht. Guck mal. Also man muss ultra genau treffen. Wie es scheint. Das ist der Nachteil von dem Blitzzauber. Der muss wirklich treffen. Der hat keinen AOE-Damage. Also der normale zumindest nicht. Der aufgeladene, habt ihr ja gesehen, der hat ein Ultra-AOE. Ich glaube, ich booste meinen Mana, wenn ich schon sehe, dass das Mana verbraucht ohne Ende. Jetzt sollte ich den ein paar Mal öfter casten können. Ich will mal gucken. Okay, der normale Zauber, der kostet mich so ungefähr 60. Ich will mal kurz gucken, wie viel Schaden ich mir jetzt wirklich mache, wenn ich da drin stehe. Ich mache mir halbes Leben. Und der aufgeladene kostet nicht viel mehr als der normale. Also beide Schüsse scheinen ungefähr gleich zu kosten. Dann würde es sich ja eigentlich immer mehr lohnen, den aufzuladen. Es heißt ja auch hier mit höheren Level ist der schneller aufgeladen, ne? Ich weiß nicht, was das maximale Level ist bei den Zaubern. Level 3 ist es wahrscheinlich nicht, sonst hätte ich jetzt den einen Suit hier. Einen Badeanzug. Ich tippe auf Level 5 oder 6 ist wahrscheinlich Maximum. Aber Leute, wir haben heute auf jeden Fall was erreicht. Man kann sich nicht beschweren. Wir haben diesen Ultra-Bereich First Try geschafft. Wir haben den Boss, der uns beim letzten Mal vernichtet hat, noch besiegt. Das hänge ich übrigens beim vorherigen Video wahrscheinlich dran. Und wir haben unter anderem einen Teleport-Zauber, der es uns jetzt ermöglicht, zwischen den Gottesstatuen uns hin und her zu teleportieren, wie wir lustig sind. Und wir haben natürlich den Ultra-Zauber der Vernichtung bekommen, der natürlich aber auch genau treffen muss. Also, ja. Ich würde sagen, wir haben heute mehr erreicht, als ich in meinem Leben erreichen wollte. Ich denke mal, so viele No-Beta-Streams werden es nicht mehr, weil wir können ja an der Teleport-Statue hier offenbar sehen, dass es nur noch einen weiteren Bereich gibt. Und das wird wahrscheinlich so der Thronsaal ungefähr sein. Ja, hier wollen wir halt noch hin. Hier scheint es ja nur zwei Statuen zu geben. Ich würde das dann jetzt hier an der Stelle für heute beenden. Für YouTube mache ich die Abmod hier als erstes. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Schaut natürlich auch im Twitch-Kanal noch vorbei. Der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und von euch verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen guten Abend, je nachdem, wann ihr es guckt. Ciao!